Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player-Review von uns. Heute gucken wir uns einen, ich liebe diesen Spieler, muss ich tatsächlich sagen, an Hernan Crespo. Ich hatte das Glück, sogar ihn mal zu ziehen, genau in dieser Baby-Variante. 85 gesamt, erstmal nicht so hoch, ne? Und Mittel nur, dafür 4 Sterne. Auf den ersten Blick gar nicht so überragend für einen Preis von über 400.000, knapp über 400.000. Dafür muss er, um ehrlich zu sein, muss er was auf den Platz bringen. Ja, hast du erstmal gut gesagt, das sieht erstmal nach nichts aus. Ne? Ja, genau. Die Tempowerte sind okay. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sogar sagen gut. Schuss, ja, dafür ist er bekannt gewesen, ne? Dass er ordentlich aufs Tor ballern kann. Kurzer Pass, langer Pass, das ist etwas unterdurchschnittlich. Mal gucken, wie sich das am Ende äußert. Ja, die Beweglichkeit, Balancewerte, Ruhe, das ist alles super. Ausdauerstärke, eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt sollte das auch super ausreichen. Ein bisschen bringt er was mit, angeschnittener Schuss und Powerkopfball. Bei seiner Größe wird's interessant, ne? Genau, wenigstens hat er das, ne? Also für den Teil natürlich ein Bonus, sage ich mal, ne? Besonders wichtig. Ja, Leute, also ich bin gespannt, ne? Ich habe ihn, wie gesagt, vor 2 Jahren gezogen, damals exzessiv gespielt, hat Spaß gemacht, aber letztes Jahr nicht probiert und dieses Jahr bin ich gespannt. Bin auch richtig gespannt auf den. Komm, ab ins Spiel. Crespo aber ganz weit weg. Oh, gutes Ding. Ah, der kann was, ey. Der fühlt sich schon direkt so an. Ja, Alter, starkes Teil. Der hat gut gelauert, ey. Also, man hat keine Sorge, wirklich mit dem abzuziehen. Also, man weiß, da passiert irgendwas. So, Crespo mit dem Kopf. Ah, aber hingegangen. Angekommen ist er. Oh ja. Guter Pass. Den macht er locker. Wollte ich ihm natürlich schenken, aber der Pass von ihm, also anscheinend, die kommen doch an. Oh. Ach komm, schade. Und schön weiter. Pass war wieder gut. Und rein damit. Flänkchen. Ja. Also. Ja, die Pässe kommen auch genau an. Genau, also, das ist es. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ja, das. Genau das kann ich unterschreiben. Oh. Aber der will was, ne? Oh ja, genau da war die Lücke. Crespo ist in der Haus, Freunde. Ja, eiskalt. Mann, genau, das sind Spiele. Genau das sind die Dinge, die gemacht werden müssen, ne? Ja, damit man Spiele gewinnt. Ansonsten gleich kriegst du schnell 2 Gegentore. Ja, Konter und ab, ne? Naja, läuft man nicht ganz perfekt. Da wolltest du es auch machen. Ja, Schuss kam nicht schlecht, der hätte passen können. Oh. Geil. Komm, komm, komm. Den musst du doch machen, ja, Mann. Den wusste ich, dass er den macht. Ich finde, es ist auch kurz vor Ende, es ist ein sehr stabiler Auftritt gewesen von Crespo. Ich möchte aber gerne noch ein paar mehr Szenen haben, deswegen auch noch ein Spiel. Den macht man natürlich locker. Hey, eine gute Anspielstation da vorne. Aber kein Trickser, ne? Das merke ich gerade schon. Ja. Schicke Vorderab. Pässe klappen bei ihm trotzdem. Genau, ich hätte sie noch reinknallen können, aber das war auf Nummer sicher. Instabil geht, glaube ich, raus. Ah, aber der Name hat es auch schon gesagt, dass der nicht ganz stabil ist. Komm, versuchen wir nochmal. Ja. Jungs, jetzt aber mit einem schönen Sprint. Oh, komm, Crespo. Ja, jetzt endlich, Mann. Schön noch mit dem Kopf. Power. Eingenickt, Mann, ja. Aha, aha, aha. Endlich, Mann. Ja, den Allison zieht er mal schön nach vorne und macht den Winkel kurz. Oh. Also, Crespos Pässe. Da
Ja, so schlimm wie sie aussehen, sind sie nicht. Nee, das kann man jetzt nur noch mal bestätigen. Oh, dafür noch mal. Alter, das ist ja richtig krank. Also ich muss echt sagen, Crespo auch in diesem Jahr erst das, was man sich eigentlich von einer Icon wünscht oder was man erwartet, dass da mehr auf den Platz kommt, als auf der Karte zu sehen ist. Weil warum bezahlst du sonst für eine 85er-Karte 400.000? Ja, das war Hernan Crespo bei uns. Also, unterm Strich muss ich sagen, es ist eine geile Ikone. Es ist damals ein geiler Spieler gewesen. Deswegen ist auch so ein bisschen mehr Herz bei mir drin, warum ich den gerne spielen möchte. Kommen wir erstmal zu den positiven Sachen. Und zwar, Tempo, würde ich sagen, ist ausreichend, aber an der Grenze. Es gab Situationen, genau, da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Power gewünscht. Genau. Das Stellungsspiel und so weiter und so fort, Schusskraft, Tor, also ist eine Maschine vor der Bude. Ne? Aber da kommen wir auch zu dem Punkt. Er ist eigentlich die Anspielstation in der Bude drinne, damit er die dann versenken kann. Er macht wenig für den Spielaufbau. Er wird nicht derjenige sein, der den Gegner konfus macht, der die Wege öffnet, ja, sagen wir so, er ist wirklich die Anspielstation und das Ding sauber einnetzt. Wenn er passen muss, das kriegt er hin, auch wenn die Karte das eigentlich nicht verspricht. Das ist das Positivste, was ich sagen würde. Die Pässe sind um einiges besser, als sie auf der Karte stehen. Ansonsten muss ich auch sagen, aktuell 79 Ausdauer, er hält durch ein Spiel. 400.000 ist ein stolzer Preis, aber ich muss sagen, es ist zwar nur eine 85er Karte, aber man bekommt mehr. Deswegen hätte ich gesagt, er ist es wert. Es kann sein, dass er in der Weekend League ein paar Dinger versenkt, die andere nicht versenken würden, also Goldstürmer. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach ein Spieler, der Geld wert ist, weil der kann einem Siege bringen. Ja, auf jeden Fall. Wäre natürlich schöner, den noch etwas günstiger, 100.000 günstiger 100%. Zu kriegen. Dann passt er komplett, dann ist das okay. Daumen hoch von unserer Seite. Falls euch das Review gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen hoch bewerten würdet und den Kanal mit einem Abo unterstützen würdet. Vielen Dank an die, die schon abonniert haben. Dickes Herz geht raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye.